Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Job Review hier auf meinem Kanal. In letzter Zeit scheinen ja die Videos ganz gut bei euch anzukommen, weil in den letzten Tagen wirklich jeden Tag neue auf meinen Kanal stoßen. Freut mich einfach extrem. Und wenn ihr zu diesem Kanal auch ein Mitglied werden wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, um mich zu unterstützen. Natürlich nur, wenn euch dieser Kanal gefällt, sonst bringt mir das nämlich auch überhaupt nichts. Ich würde jetzt auch sagen, wir switchen über den Itemshop und gucken dort, was so alles neu ist. Okay, wir haben auf jeden Fall neue Skins, wie es für sonntags üblich ist. Und wir haben schon wieder den Auf jeden Fall ein ganz netter Emote. Flatterte immer so ein bisschen rum, eben halt wie im Wind. Es gibt ja auch so einen ähnlichen als Grün-Emote. Ich glaube irgendwie windig. Und dort flattert er ja auch so rum, eben halt ohne Beat. Ist auf jeden Fall ganz nett. Und ja, kann sich, denke ich, mal kaufen. Dann haben wir den Windbrecher. Das ist so ein Hippie-Gleiter. So. Ich mag das, diesen Stil einfach nicht mit den Gliedern und diesen ekelhaften Blaufarben. Den würde ich mir wirklich überhaupt nicht kaufen. Aber den Headbanger-Emote. Ist auf jeden Fall ganz witzig, aber jetzt nicht unbedingt mein Fall, weil ich nicht so dieser Heavy-Metal-Typ bin, ne? Dann haben wir den Dynamo-Skin. Ist auf jeden Fall ein Schwitzer-Skin, tragen auch viele Pro-Player oder so einige Pro-Player. Weil es immer ein sehr extravaganter Skin ist, der hat auch coole Farben so und den hat auch definitiv nicht jeder. Deshalb kann sich den gut kaufen. Dann haben wir den Spitzhanker. Ist auch ein nettes Spitzhacke, allerdings 1500 V-Bucks natürlich auch. Mit dem Verrosteten sieht das jedoch ganz cool aus und passt ja auch gut zum Piratenthema. Kann man sich sehr gern kaufen. Dann haben wir die Schattenagenten, die war auch schon lange nicht mehr im Shop. Sieht auch ganz nett aus, ist ja klar poliert von, also die Kleidung ist sehr eng und so glatt, dass sich da schon ein bisschen etwas spiegelt. Allerdings 1500 V-Bucks sind dafür ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Aber den Mondknochen ist eine coole Spitzhacke, definitiv hier oben mit diesem Holz im Mond geformt. Generell mit dem ganzen Holz hier sieht das schon sehr, sehr cool aus. Dann haben wir die Nachthexe, die sieht auf jeden Fall cool aus hier mit dem schwarzen Stil und hinten dann diesen den einen Kuschelbär-Skin. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. 1500 V-Bucks gehen dafür auch komplett klar. Ist etwas sehr Extravagantes, auch mit diesen Dreadlocks, glaube ich, heißen die, diese zusammengekräuselten Haare. Hier vom Männchen sieht allerdings das Backpack noch ein bisschen cool aus und ich finde auch eigentlich das Gesicht und so alles. Das sieht sehr, sehr wild aus, so richtig Krieger, afrikanische Krieger im Prinzip, die tragen ja oft keine Kleidung, sondern haben dann den ganzen Körper so angemalt. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, so man fühlt sich dann so richtig so Dschungelkriegermäßig. Sind auf jeden Fall sehr coole Skins und das war's dann auch schon mit dem Battle Royale Shop. Dann gehen wir einmal rüber in den Rette die Welt Shop. Bisschen nervig, dass das immer dann wieder auf Stretch drüber geht. Aber kann man hier ganz schön umstellen. So, wir haben einen Itemshop, das Super Nahkampf-Lama. Nahkampf-Lamas sind ziemlich müllig. Da kommt nichts wirklich Vernünftiges raus. Vor allem, wenn zweimal das gleiche Schwert drin ist, das bringt es dann auch richtig. Da kann man sich lieber Piraten-Lamas kaufen. Da drin sind dann auch vernünftige Waffen und auch die neue Breitseite, was hier eine super starke Falle ist. Die sind wirklich lohnenswert. Bei den Waffen weiß ich noch nicht ganz genau. Die habe ich noch nicht getestet. Es kommt demnächst jetzt auch auf dem Kanal. Wahrscheinlich werde ich dann im Urlaub bin ein Video, wo ich Lamas einfach öffne. Dann auch nochmal die Breitseitenvorstellung. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Und das war's dann auch mit dem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.